Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, das bestimmende Thema gestern an den Märkten war natürlich die US-Präsidentschaftswahl. Und das, obwohl es noch keinen Sieger zu vermelden gab und immer noch nicht gibt. Der DAX ist gestern im frühen Handel erstmal im negativen Bereich in den Tag gestartet, hat sich dann im Laufe des Tages in die Gewinnzone vorgearbeitet und ist am Ende dann sogar mit einem Plus von 2% aus dem Handel gegangen. Jetzt blicken wir mal voraus auf den heutigen Handelstag und damit an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franzi, wir haben immer noch keinen Sieger. Wir wissen zumindest nicht, wer die Wahl gewonnen hat. Und Unsicherheit mögen die Anleger ja eigentlich gar nicht. Wie wird der DAX denn vor diesem Hintergrund heute erwartet? Ja, einen schönen guten Morgen. In der Tat, man hatte ein Schreckensszenario ausgerufen im Vorfeld, dass man keinen klaren Sieger hat. Und genau das ist eingetreten. Aber die Märkte, sie nehmen es weltweit mit einem Schulterzucken das Ganze hin und legen eben deutlich zu. Denn auch beim Dow Jones gab es gestern kräftige Zugewinne. Er war im Tagesverlauf sogar über dieser Hürde der 28.000-Punkte-Marke. Am Ende waren die Gewinne dann wieder etwas gebröckelt, aber trotzdem ein Plus von 1,3%. Im Plus ist auch der Nikkei mit 1,7% aus dem Handel gegangen. Der Hang Seng über 2% fester und auch der Shanghai Composite legt zu. Der DAX hat einen großen Teil seiner Vorwochenverluste innerhalb dieser Woche wieder wettgemacht und ist gestern ja über der 12.300-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Und nach dieser Erholung rechnen wir an diesem Donnerstag jetzt erst einmal mit einem stabilen Start für den deutschen Leitindex und harren der Dinge, die da kommen werden, nämlich vielleicht ein Ergebnis oder eben klare Ansagen, wie es in den USA weitergehen könnte. Aber die Experten sagen, schwankungsanfällig könnte sich der Markt durchaus zeigen. Interessant dann heute natürlich einmal mehr die Quartalsberichtssaison, aber auch dann die heute anstehende FED-Entscheidung, die aufgrund der US-Wahl um einen Tag verschoben wurde. Vielen Dank für den Überblick nach Frankfurt, Franziska. Ja, und nach diesem Ausblick auf den Handelstag machen wir wie gewohnt weiter mit der Marktidee. Heute ist dies United Health. Die Aktie von United Health, die weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Aber auch hier haben wir im Februar, März dieses Jahres einen Einbruch des Wertes gesehen. Natürlich, Corona war der Auslöser. Seither, und die Aktie ist dann auf ein 3-Jahres-Tief gefallen, seit diesem Tief dominieren aber wieder die Bullen. Die Rallye, die wir im Anschluss gesehen haben, die geriet zuletzt aber etwas ins Stocken. Wie es nun weitergehen könnte für United Health, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns dann morgen ein letztes Mal in dieser Woche wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.